Ich will dieses Video eigentlich schon seit Wochen und Monaten machen, weil ich den Titel so lustig finde. Heute nehme ich außergewöhnliche Parfums für außergewöhnliche Zuschauer. Damit aber erstmal und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und die gesamte Videoidee bestand eigentlich gerade aus dem Intro. Von daher geht es jetzt nicht mehr ganz so lustig und nicht mehr ganz so spannend weiter. Aber ich habe mir das mal irgendwann mal ausgedacht, außergewöhnliche Zuschauer, und fand das so lustig, dass ich ein Video draus machen musste. Natürlich, die dürfte heute im Video vielleicht auch ein bisschen was immer Außergewöhnliches, würde ich schon sagen, dürfte die jetzt nicht jede Woche bei mir vorkommen. Aber das Highlight war natürlich der Titel. Okay, ich gebe es zu. Anfangen möchte ich jetzt bei meinem, ich glaube, ich habe nur 8 Düfte drauf, gar nicht mehr so lang heute. Das ist nämlich der Chocolate Greedy von Montal. Und ich finde, Chocolate Greedy ist der schönste Duft von Montal, den ich kenne. Wir haben hier am Anfang eher so was Trockenes, ja, wirklich wie Kakao irgendwie in so einer Dose mit drin, also staubig, trocken. Und das Ganze entwickelt sich dann durch diese trockenen Früchte, die da mit drin sind, im Try-Down in so eine wunderschöne, ich sag mal, schokoladig, leicht süßliche, leicht puderige Mischung. Und ich finde, der Try-Down von diesem Duft ist einfach wirklich, wirklich, wirklich lecker. Gerade wenn man diesen Duft eben nicht auf der Haut, sondern auf der Kleidung trägt, ist es einfach wirklich so, dass es außergewöhnlich schön wird und einfach auch so ein, weißt du, das ist nicht stark, aber man riecht es auch noch Tage und Tage lang danach. Und es ist einfach so ein schöner Geruch der Kleidung. Und es ist auch nicht so parfümartig, sondern es wirkt so ein bisschen, als hättest du irgendwie deiner Großmutter in der Küche geholfen beim Kuchenbacken. Und du setzt dich dann irgendwie zu, ne? Also so wirkt es so ein bisschen. Und das finde ich einfach wunderschön. Und das Parfüm auch das schaffen kann, eben nicht wie Parfüm zu wirken, sondern eben eher wie eine reale Situation. Und gerade im Try-Down ist es mit diesem Duft einfach so, dass es so ein bisschen wie, ja, Marmorkuchen wirkt oder so, ne? Oder Schokokuchen. Deswegen auf jeden Fall ziemlich gut platziert heute im Video. Ist wirklich, wirklich ein außergewöhnlich schöner Duft. Der nächste Duft heute, das ist auch ein wunderschöner, außergewöhnlicher Duft. Das ist nämlich der Bois Imperial von Essential Parfums. Wir haben hier einen Molekülduft, der es wirklich in sich hat. Er ist sehr, sehr stark inspiriert von dem Ganymed von, ich hole ihn mal ganz kurz hervor. Der Ganymed ist, ja, ein bisschen trockener, ein bisschen, ja, rauchig ist jetzt das falsche Wort, aber ja, einfach ein bisschen herber, ein bisschen trockener, ein bisschen weniger fruchtig. Und Quentin Bisch, der ja beide Düfte gemacht hat, hat sich dann einfach nochmal gedacht, gut, dann mache ich das Ganze einfach nochmal mit einem leichten, frischeren, leichten, jüngeren Twist. Und genau das hat er hier einfach geschafft. Also sehr abrancshaarig, raumeinnehmend, leicht, frisch. Und ich habe das schon mal damals gesagt, du bekommst diese Essential Parfums für um die 60, 70 Euro. Du hast hier eine Duftessenz drin, die, ich würde sagen, Ganymed in massentauglich, also eigentlich ein 300-Euro-Duft oder was das hier kostet. Von daher will ich gar nicht über Preis-Leistung oder sowas sprechen. Das ist bei diesem Bois Imperial wirklich gegeben. Sowieso entdecke ich langsam diese ganzen Moleküldüfte für mich und wie gut sie dann doch im Alltag wirken, wie gut man sie tragen kann. Das ganze Jahr übrigens. Nicht nur, also man würde erwarten, ne, orangig, frisch, mandarinig, Kopfnote, irgendwie Sommerduft. Nee, keineswegs, auf jeden Fall ein Duft, den man das ganze Jahr übertragen kann. Der nächste Duft ist, obwohl er nur ein Klon ist, mindestens genauso außergewöhnlich wie sein großes Vorbild. Das ist nämlich der Supremacy in Oud aus dem Hause Afnan. Ich habe den Duft mittlerweile schon seit einigen Wochen hier. Ich habe ihn von Afnan bereitgestellt bekommen. Und was ich hier total spannend finde, ich kenne die originalen Vorlagen ehrlicherweise nicht. Das ist, glaube ich, der Habdan von Parfums de Mali und der Oud in Glory war das, glaube ich, von Inicio. Und ich kenne beide nicht. Ich habe die noch nie gerochen. Aber nichtsdestotrotz, dieser Duft ist eine Granate. Du hast ja diese Kombination aus dieser Safran-Baccarat-Rouge-Kopfnote zusammen mit einer orientalischen, muskat-würzigen, holzigen Basis. Und ich finde hier auch wieder mit zwei Gegensätzen gespielt. Das heißt eigentlich leicht, frisch, leicht süßlich und dann eben in der Basis orientalisch, holzig, tief und sowas. Und ich finde das wirklich ziemlich gut gelungen. Ich muss wirklich sagen, das habe ich jetzt so nicht erwartet bei diesem Duft. Ich habe eher mit weniger gerechnet. Aber ich fand ihn echt gut. Er ist auch ein Duftklon, der ein bisschen teurer ist. Ich glaube, er liegt so in den 50ern, 50, 60 Euro. Wahrscheinlich, weil sie hier auch so eine minimale Menge echtes Oud oder sowas drin haben. Ich weiß es nicht. Also man riecht es nicht raus, ne? Aber das kann schon sein, dass das irgendwie notwendig ist und dass er dann einfach ein bisschen teurer wurde. Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in meinen Augen ein wunderschöner Klon, wie gesagt, eher im oberen Preissegment der Klone, aber dafür auch wirklich ein Klon, bei dem man sagen kann, ich würde jetzt hier nicht rausriechen, dass hier irgendwo gespart wurde an der Qualität, wirklich nicht. Er riecht einfach extrem hochwertig, extrem schön und ja, deswegen auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung, falls du keinen Bock hast auf Parfums de Mali Preise. Supremacy in Oud ist da auf jeden Fall testenswert. Der nächste Duft kommt tatsächlich aus der Nische, sogar der günstigeren Nische, das ist nämlich der Simone Andreoli Ligia in Paradise. Das ist ein Simone Andreoli Duft, in den ich mich wirklich verliebt habe. Ich habe ihn jetzt erst zum Herbst entdeckt, deswegen kam er im Sommer eher weniger vor. Und es ist so ein Ding, falls du den
Le Beau von Jean-Paul Gaultier magst, wirst du das hier auf jeden Fall auch mögen. Er ist auf jeden Fall weniger synthetisch, viel natürlicher. Er ist ein bisschen cremiger noch. Also gerade der originale Le Beau ist ja schon ein bisschen spritziger, sage ich mal. Wir haben aber quasi auch dieselben Komponenten mit drin. Das heißt Ananas, Kokos. Wie gesagt, hier eben cremiger, weicher, hochwertiger. Einfach, ja, es wirkt einfach nischiger. Es wirkt einfach besser, sage ich. Ich bin ganz ehrlich, es wirkt einfach hochwertiger und schöner. Dafür bezahlst du aber auch natürlich ein bisschen mehr. Aber für mich ist Simone Andreoli sowieso gerade in der Parfumwelt der Rising Star. Man muss wirklich sagen, dass er tolle Düfte macht und da wirklich einiges im Angebot hat. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da die nächsten Jahre rauskommen wird. Der nächste Duft kommt heute von Tom Ford, aber nicht aus der Private Collection, sondern aus der Signature. Das ist nämlich das Tom Ford Noir Extreme Parfum. Das hier ist wirklich ein Duft, der auffällt, der besonders ist, der außergewöhnlich ist. Die meisten kennen ja das originale Noir Extreme und das ist auch von mir immer wieder ein häufig zitierter, gerade jetzt in der Winterzeit, häufig empfohlener, häufig zitierter Duft. Aber das Parfum ist einfach außergewöhnlich. Wir haben hier nämlich diese Grund-DNA mit drin, die wir auch aus dem Originalen kennen. Wir büßen dafür aber ein bisschen Süße ein, haben dafür aber so eine herbe, ich habe das immer so ein bisschen Zigarettennote oder Aschenbechernote genannt, denn er wirkt so ein bisschen verbrannt, er wirkt ein bisschen erdig, er wirkt ein bisschen vetiver, grasig, trocken. Und für mich ist es einfach außergewöhnlich. Und normal würde man mit dieser goldenen Farbe ja vielleicht sowas wie Vanille oder Zucker verbinden, aber ganz im Gegenteil, es ist einfach eine noch erwachsenere Version von dem Originalen. Und für all diejenigen, die das Originale mögen, aber vielleicht einfach noch mal ein bisschen was anderes suchen, vielleicht auch ein bisschen was für den Alltag, was man hier auf jeden Fall sagen kann, ja, alltagstragbar auf jeden Fall, ist die Parfum-Variante vielleicht mal ein Test wert und wie gesagt, für außergewöhnliche Zuschauer auch ein außergewöhnlicher Duft. Und bei meinem nächsten Parfum habe ich, glaube ich, was gefunden, was viele von euch abholen wird. Das ist nämlich der Encre Indigo von Lalique. Und ich glaube, es ist jetzt natürlich kein Geheimnis, dass er sehr, sehr stark inspiriert ist von dem originalen Encre Noir und das merkt man auch. Auf jeden Fall, er ist genauso erdig, holzig, vetiver, grasig. Und wobei ja Encre Noir eigentlich eine DNA ist, bei der ich sagen würde, das ist eher was für Ältere, für Erwachsene, die es eher gediegener und trockener mögen, ist es hier ein Duft, der durch, ich sag mal, so wie er aussieht, diese leichte blaue Assoziation, also er hat so ein bisschen was Aquatisches mit drin, ein bisschen was Leichtes, ein bisschen auch mehr von dieser frischen Bergamot-Zitrone in der Kopfnote, ist es was, glaube ich, mittlerweile der beste Einstiegsduft aus der Encre Noir-Reihe ist. Und ich habe ja mal gesagt, der Sport ist der beste. Ich glaube, der wird mittlerweile durch den Encre Indigo abgelöst. Und ich glaube auch, dass sobald der Encre Indigo, aktuell gibt es ihn ja kaum irgendwo zu kaufen, aber sobald er in die Parfümerien einzieht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier ein Duft sein wird, den sehr, sehr viele Leute kaufen werden, weil er eben diese außergewöhnliche Encre Noir DNA mit drin hat, aber eben ein bisschen von diesem rauchigen, holzigen, erdigen rausnimmt und das Ganze aber ein bisschen massentauglicher macht, um es einfach mal so zu sagen. Und deswegen glaube ich wirklich, dass dieser Duft die nächsten Monate und Jahre noch eine tolle Karriere vor sich hat und vielleicht auch was für dich ist, falls du bei Encre Noir mal so ein bisschen gehadert hast, vielleicht hast du ihn mal getestet oder gekauft. Ja, ich weiß, einige mögen das nicht so, dieses kratzige, rauchige, aber hey, das hier ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Duft, den ich da in dem Kontext empfehlen kann. Und das Wort außergewöhnlich trifft auf jeden Fall auch auf meinen nächsten Duft zu. Das ist nämlich der Under the Stars von Replica Maison Margiela. Der Duft ist super außergewöhnlich, super einzigartig und ist so eine Kombination aus so einem ledrigen, herben, leicht pfeffrigen, gleichermaßen aber auch so einer leichten, harzigen, frischen Kopfnote. Also er ist jetzt kein so cremiger, harziger Duft per se, bei dem man sagen würde, die Kopfnote existiert quasi gar nicht, sondern wir haben nur Basis und nur Tiefe. Also nee, der hat schon seine frische Kopfnote hier mit drin, aber er hat unfassbar viel Tiefe, ist sehr herb und ich glaube, herb, holzig fasst diesen Duft ziemlich gut zusammen, ist auf jeden Fall was man davor getestet haben soll. Und ich glaube, Oud & Leather fasst das hier ziemlich gut zusammen, falls du auf der Suche bist nach, ja, nicht einem typischen Lederduft und auch nicht nach einem typischen Oud-Duft, kann das hier vielleicht wirklich was für dich sein. Aber wie gesagt, Achtung, sehr herbal, grün, maskulin, herb und ja, würzig, holzig, wirklich auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Duft. Und um das Thema außergewöhnliche Düfte nochmal mit einem wirklich schönen Duft abzurunden, darf ich dir heute den The Dark Side von Tiger vorstellen. Was ich hieran total spannend finde, ist, dass er nicht die Vorteile bestätigt, die er eigentlich aufmacht. Man würde hier erwarten, The Dark Side, total ruchig, rauchig, kneipig, vielleicht auch ein bisschen eckig, kantig, würzig so. Und sicherlich, das hat er alles mit drin. Aber ich finde, er ist einfach ein schöner Duft und er hat so eine leicht fruchtig-harzige Tabakbasis mit drin, die das Ganze einen so ein bisschen an diese ganzen Gourmand-Düfte erinnert, ohne dass er wirklich ein Gourmand-Duft ist. Und darauf eben dieser Lederakkord, dieses leicht urdige, dieses leicht rauchige, kratzige, aber alles eben wirklich in einer
in einem Designergewand, sage ich einfach mal, die dieser Duft einfach, ja, sage ich mal, vereint. Was ich hier natürlich nochmal erwähnen möchte, habe ich gerade vergessen, ich habe diesen Duft kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ist schon ein bisschen was her, aber ihr wisst, ich erwähne das ja auch, wenn das jetzt schon ein paar Jährchen her ist, dass ich das bekommen habe, aus Transparenzgründen. Ne? Ich fand das immer als Zuschauer auch wichtig, dass ja nicht irgendwie alles Werbung oder nichts oder man weiß es nicht überhaupt. Ne? Deswegen Kontext. Aber The Dark Side auf jeden Fall ein Duft. Kai hat ihn mir damals auch schon empfohlen. Ich bin echt froh, dass sie auf mich zugekommen sind und ich den testen durfte und auch euch vorstellen kann. Genau, ansonsten, falls ihr solche Sachen wie Black Afghan oder so mögt, auf jeden Fall den mal testen. Hat was Herbes, ohne wirklich böse oder zu ruchig zu sein, ist ja trotzdem irgendwie tief. Und ja, auf jeden Fall wunderschöner Duft, außergewöhnlich, kann ich empfehlen, falls du auf der Suche bist. Ich schreibe immer gerne deine außergewöhnlichen Empfehlungen in die Kommentare. Das ist ja immer so ein bisschen das, wo auch sehr viele Nischendüfte, die ich vielleicht noch gar nie gehört habe, in die Kommentare kommen. Das heißt, schreib mal gerne deinen außergewöhnlichsten Duft aus deiner Sammlung in die Kommentare. Aber natürlich auch im Designersegment. Ne? Ich meine, auch ein Givenchy, Gentleman, Boise, den tragen ja auch nicht so arg viele Leute. Schreib mal gerne in die Kommentare, was so deine außergewöhnlichsten Düfte in deiner Sammlung sind. Danke dir soweit fürs Zuschauen. Sag gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.